Hallo zusammen und danke fürs Einschalten. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diesen tollen Taschengriff selber häkeln könnt. Für den Griff beginnen wir wie üblich mit unserem Knoten und machen dann eine Luftmaschenkette. Ich werde eine Luftmaschenkette von 4 Luftmaschen machen. Wenn ihr andere Haken verwendet als die, die ich hier im Video verwende, die ich euch übrigens in der Videobeschreibung einmal verlinke, dann schaut ihr einfach, welche Breite an Maschen noch durch euren Haken durchpasst. Und passt dann einfach die Breite eurer Luftmaschenkette entsprechend an. Wie gesagt, ich mache 4 Stück, starte dann in der zweiten Luftmasche von der Nadel aus und mache einfach feste Maschen die ganze Reihe zurück. Wenn ich also mit 4 Luftmaschen starte, bedeutet das, ich mache pro Reihe 3 feste Maschen. Am Ende der Reihe mache ich dann wieder eine Luftmasche, drehe um und häkel wieder feste Maschen zurück. Das Ganze macht ihr so lange, bis ihr diese Reihen gut zusammenklappen könnt. Dann zieht ihr einmal den Karabiner da drauf. Das kann ja manchmal etwas schwieriger sein. Ihr könnt dann zum Beispiel mit der Häkelnadel so nachhelfen, wie ich das hier mache. Genau, und zieht ihn dann einfach drauf, bis er in der Mitte sitzt. Dann klappt ihr die Seiten zusammen und wir häkeln weiter, indem wir jetzt erstmal eine Luftmasche machen. Knoten vom Anfang zieht ihr so ein bisschen nach innen. Dann machen wir, wie gesagt, eine Luftmasche und häkeln dann einfach an der anderen Seite mit festen Maschen weiter. So sieht das Ganze dann aus. Und wie gesagt, ihr häkelt dann einfach feste Maschen durch unsere Luftmaschenkette vom Anfang. Wenn ihr einen etwas dickeren Handgriff machen wollt, könnt ihr zum Beispiel auch, so wie ich das hier gleich mache, eine der Maschen zum Beispiel verdoppeln.
Also ihr seht, ich mache hier gerade zwei feste Maschen. Dann wird er etwas dicker, der Handgriff. Anschließend folgt wieder eine Luftmasche. Und ihr seht, wir haben hier jetzt schön diese Runde. So sieht das aus. Insgesamt habe ich jetzt also 9 Maschen hier. Und nachdem ich diese Luftmasche gemacht habe, geht es dann auf der anderen Seite weiter. Und wie ihr seht, häkel ich immer nur in das hintere Maschenglied. So, und von diesem Punkt an häkelt ihr einfach in Spiralen immer weiter feste Maschen. Wie gesagt, ich häkel immer in das hintere Maschenglied nur. Und macht einfach so lange weiter, bis der Handgriff die Länge erreicht hat, die ihr benötigt. So, sobald der Griff lang genug ist, möchten wir natürlich, dass die beiden Haken in die gleiche Richtung zeigen. Dafür haltet ihr es dann einmal so nebeneinander, beziehungsweise macht den Griff einmal gerade und schaut, auf welcher Seite ihr enden müsst, damit die beiden Haken in die gleiche Richtung zeigen. Um das Ganze zu beenden, machen wir dann eine Luftmasche, drehen um und dann häkelt ihr die gleiche Zahl feste Maschen zurück, wie ihr am Anfang gehäkelt habt. Bei mir sind das also 3 feste Maschen, die ich jetzt zurückhäkel. So sieht das Ganze dann aus. Ihr könnt die Seiten natürlich dann nochmal zusammenhalten und schauen, ob es sich wirklich in die gleiche Richtung dann abschließt. Und genauso wie am Anfang macht ihr dann einfach eine Luftmasche, dreht um und häkelt dann ebenso viele Reihen, wie ihr am Anfang gemacht habt.
Anschließend schneidet ihr den Faden einfach ab. Lasst dabei ein etwas längeres Stück des Fadens über. Zieht ihn einmal durch. Und jetzt steckt ihr hier auch den Karabinerhaken einmal auf das Ende drauf. Auch hier könnt ihr die Häkelnadel dann nehmen, um das besser greifen zu können. Und zieht den Haken halt so weit drauf, dass er mittig sitzt. Anschließend nehmt ihr nun einfach die Stopfnadel klappt das Ganze so um und näht das Ganze fest. Ja, und so könnt ihr einen wunderschönen Handgriff häkeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal.